Willkommen zurück zu Pokémon Snap und zwar schon zum Finale. Das Spiel ist tatsächlich ziemlich kurz. Heute werde ich nochmal die letzten paar Pokémon zeigen, denn wir haben ja einige noch nicht gesehen. Und dann begeben wir uns zum finalen Kurs des Spiels. Hier beim Tunnel haben wir noch ein Pokémon vergessen. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Wir haben ja hier schon zum Großteil alles gesehen. Es gibt halt ein Pokémon hier im Tunnel, das wir noch nicht gesehen haben. Das würde ich jetzt ganz gerne noch zeigen. Insgesamt gibt es nämlich 63 Pokémon. Da habe ich, wie gesagt, am Anfang ein bisschen was Falsches gesagt, wo ich dachte, dass es irgendwie fast alle 150 gibt. Das war absoluter Quatsch. Es gibt 63 an der Zahl und wir haben momentan 55 davon gesehen. Die letzten 8 werde ich deswegen heute in diesem Part zeigen. So, hier haben wir einen Pikachu, genau. So, das letzte Pokémon, das wir hier finden können, ist tatsächlich ein Dickdri. Was man dafür machen muss, ist, man geht hierhin zu dem Dickdri und, warte mal, gehen wir ein bisschen näher dran, einfach zum Dickdri gehen und es dann fotografieren. Und wie ihr sehen könnt, Dickdri ist jetzt auf einmal dort hinten. Jetzt fotografiert man es nochmal. Und jetzt geht es sogar noch weiter weg. Und jetzt fotografiert man es nochmal. So. Und es geht sogar noch weiter weg. Wer hätte damit gerechnet? Und jetzt haben wir hier ein Dickdri. Aber ich meine, das war's noch nicht. Denn auch jetzt geht das Dickdri nochmal etwas weiter. Und jetzt sind auf einmal 2 Dickdri da. Und ein letztes Mal. Und da wären wir jetzt bei 3 ganzen Dickdri. So, das war's mit Dickdri. Das können wir dann jetzt auch nochmal beim Professor abgeben. Ich glaube, das habe ich sogar damals nie gefunden, das Dickdri. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine, ich hätte das Spiel damals durchgespielt, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt auch nicht mehr. Weil an das Dickdri erinnere ich mich absolut gar nicht. Muss ich jetzt gerade schon zugeben. Nun ja, damit hätten wir schon mal das erste Pokémon, das uns gefehlt hat, aufgenommen. Beziehungsweise fotografiert. So. Geben wir dem guten alten Professor Eich mal das beste Bild. Oder das vermeintlich beste Bild, das wir gefunden haben. Am besten das, wo 3 Dickdris drauf sind. Das hier vielleicht? Hier kommt das, warum nicht? So. Und damit zu Professor Eich. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt irgendetwas kriegt, wenn man alle Pokémon gesehen hat. Das kann ich euch gar nicht sagen. So. Hier ein paar Punkte, Pose, Größe, Technik und auch ein paar andere Dickdris drauf. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. So. Dann müssen wir jetzt zum nächsten Kurs, der da wäre. Wir müssen zur Höhle, denn auch bei der Höhle haben wir noch einige Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar 3 an der Zahl. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. So, hier in der Höhle gibt es zuallererst natürlich das Slimer, das wir schon mal gesehen haben. Aber mit dem Slimer gibt es noch einige andere Sachen, die man machen kann. Natürlich das Offensichtliche, es in ein Slimer entwickeln. Aber dafür muss man diese Slimer mit 3 dieser Bälle hier abtreffen, was gar nicht mal so leicht ist. Aber wenn man diese beiden Slimer hier fotografiert, dann taucht etwas später noch ein drittes Slimer auf. Das müsste, glaube ich, hier unten irgendwo sein. Jetzt hier, so meine ich. Hier müsste jetzt ein Slimer sein, richtig? Ja, und das kann man relativ leicht treffen. Hoffe ich. Man sollte es relativ leicht treffen können, wenn man sich nicht blöd anstellt. So, 1, 2 und noch ein drittes. So. Ich werfe einfach mal weiter. Ja, okay. So, und wie ihr sehen könnt, jetzt haben wir dort ein Slimog. Gut, das wäre das erste Pokémon, das uns hier noch gefehlt hat. Folgen noch 2 weitere. Das mit dem Smogon und dem Pummeluff haben wir schon mal gemacht. Deswegen können wir das mal ignorieren. Und wir haben tatsächlich auch dieses, wie heißt es? Sazenia-Dingens hier noch nie. Oder heißt es Ultrigari? Ich weiß es gerade nicht. Wie heißt nochmal die... Ach, egal. Ihr wisst schon, welches Pokémon das hier ist. Ich weiß, dass die Vorentwicklung Knofensa heißt, aber mir ist gerade nicht klar, ob das hier Ultrigaria oder Sazenia ist. Auf jeden Fall ist das die mittlere Entwicklung, aber ich weiß gerade den Namen halt nicht. Egal. So. Wir haben halt nur die Entwicklung fotografiert damals, aber das hier haben wir vollkommen vergessen. Deswegen, ja, hat sich ja jetzt gelohnt, das hier nochmal zu machen. So, komm her. So, und... Ja, hier, jetzt ein gutes Foto. Ja, perfekt. So. Und zu guter Letzt würde ich auch nochmal gern das hier machen. Wenn das irgendwie klappt, wäre das ganz gut. Man muss es nämlich mit einem Apfel treffen, was nicht leicht ist, wie man sehen kann. Nee, also, wenn man es mit einem Ball... Ah doch, hier, perfekt. So.
Habe ich es doch noch getroffen, dann fällt das Pikachu hier so runter, wie man sehen kann. Mit Ballons kommt es langsam runtergeflogen. Ganz nett, ganz nett. Und hier haben wir noch das Ei. Um dieses Ei auszubrüten, muss man dafür sorgen, dass die Rosana aufwachen. Und dann tanzen die hier so ein bisschen rum und das Ei schlüpft aus. Also das Arktos, das da drin ist, schlüpft aus. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Man sieht ja schon das Pikachu hier. Und gleich passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Müsste zumindest. Ich bin mir da gerade gar nicht so ganz sicher. War das hier oder kommt das ein bisschen später? Ja gut, hier auf jeden Fall nicht, ne? Weil ich guck trotzdem noch in die Richtung. Vielleicht passiert es ja noch. Wie ihr sehen könnt, das Arktos kommt langsam, aber sicher zurückgeflogen. Und das Pikachu ist ja dort unten auf dem Boden. Ob da wohl noch irgendwas passiert? Wie ihr sehen könnt, ganz weit dort in der Entfernung, das Pikachu reitet quasi auf dem Arktos, was ich ziemlich cool finde. So, ja, kriegen wir vielleicht noch ein gutes Foto? Ja, kommen die vielleicht noch ein bisschen näher? Ja, gut. Aber das ist auch ein sehr cooles Secret, das ich tatsächlich auch gar nicht kannte. Das habe ich jetzt zum ersten Mal im Internet nachschauen müssen. Ja, ist ein cooles Secret, kannte ich nicht. Gut versteckt, würde ich mal sagen. So, das mit dem Arktos wusste ich natürlich, aber nicht, dass das Pikachu auf dem Arktos reiten kann. So, wir haben natürlich ein Foto von Slimog, das ich gerne nehme. Ja, nehmen wir einfach mal das. Die Punkte sind mir jetzt auch nicht mehr so wichtig, deswegen ist das alles relativ egal. Und, nein, ich wollte eigentlich das hier. Ja, nehmen wir mal das, warum nicht. Und zu guter Letzt nehmen wir noch das Arktos. Zählen die eigentlich hier am Ende für Arktos oder für Pikachu? Anscheinend für Arktos. Sind alle zwar nicht so richtig gut geworden, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Und das Pikachu hier mit den Ballons ist natürlich auch großartig geworden. Nehmen wir mal das. Und gehen damit zu Professor Eich. So, das waren die drei Pokémon, die wir hier noch nicht gesehen haben. Zum einen das Slimog. Gibt auch gar nicht mal so viele Punkte dafür. Ist halt auch ziemlich weit weg gewesen, deswegen kann ich das schon verstehen. So, hierfür gibt es wie viele Punkte? 1000 dafür? Ja, 1500, okay. Kann ich mitleben. Bei dem Pikachu bin ich gespannt. Das wird ja wohl einiges an Extrapunkten geben, tatsächlich. 1600 alleine dafür, dass es das Ballon-Pikachu ist. Größe ist ein bisschen besser als damals. Pose dafür schlechter. Und Technik mal 2 ist sogar noch besser als das alte Pikachu-Bild. Gar nicht mal so schlecht. Und zu guter Letzt das Arktos. Ich frage mich, ob man da Extrapunkte für kriegt wegen dem Pikachu. Nein, anscheinend nicht. Vielleicht, weil es auch einfach nicht zu sehen war, das Pikachu, das kann vielleicht sein. Gut, jetzt fehlen uns noch 3 weitere bei dem Tal. Also gehen wir doch mal zum Tal. So. Die sind tatsächlich auch gar nicht mal so leicht zu bekommen. Man soll hier aber auf jeden Fall einige Bälle ins Wasser werfen. Dann hat man eine Chance, dass da ein Goldini rausgesprungen kommt. Das weiß ich auf jeden Fall. Läuft hier aber gerade irgendwie nicht so ganz so super. Aber ich weiß auch, dass man das Carpador, das ihr dort hinten seht, das dort ganz weit in der Entfernung rumspringt. Ich meine, das wäre auch beim letzten Mal noch gar nicht da gewesen. Das muss man mit einem Ball treffen. Und dann, wie ihr seht, wird das Carpador, ja, weggekickt quasi von diesem wahnsinnigen Mankey. Muss er vielleicht... Ach so, vielleicht muss man einfach Äpfel werfen und nicht die Bälle. Das kann vielleicht auch sein. Machen wir einfach mal abwechseln. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Goldini rausgesprungen. Ja, anscheinend. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es wegen dem Apfel war oder wäre... Ah, verdammt. Okay, also. Ich werfe einfach mal Äpfel. Vielleicht kommt ein Goldini rausgesprungen. Ja, hier. Wenn man das vielleicht mal ein bisschen besser treffen könnte, das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, und das Dratini. Das ist auch ein neues Pokémon hier, das wir noch nicht gesehen haben. Auch das kommt hier... random rausgesprungen tatsächlich. Das waren also die 2 Pokémon, die uns hier noch gefehlt haben. Aber wie gesagt, es gibt noch ein drittes Pokémon. Das waren die 2 hier am Anfang, sowie ein weiteres gegen Ende, das ich euch dann gleich zeigen werde. Ich würde gerne nochmal ein Goldini haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig getroffen habe. So, das hier skippe ich mal jetzt so ein bisschen, weil es hier einfach runtergeht. So. Und hier müsste jetzt irgendwo, wenn ich das richtig verstanden habe,
irgendwo das Karpador sein, genau dort. Wie ihr sehen könnt, das Karpador ist jetzt hier angekommen. Und wenn man das jetzt hier ins Wasser schmeißt, dann kommt auf einmal ein Garados raus. Auch das ein gar nicht mal so leichtes Secret. Das ist tatsächlich ziemlich schwer herauszufinden, würde ich mal sagen. Habe ich tatsächlich aber damals schon gewusst als Kind. Aber hier wusste ich jetzt beim Let's Play nicht mehr so genau. Deswegen habe ich das noch nicht zuvor gemacht. Wobei ich aber auch meine, dass das Karpador vorher noch gar nicht da war. Deswegen, vielleicht ist es neu, kann sein. Vielleicht musste man dafür erstmal ein bestimmtes Item freischalten oder die letzte Strecke, irgendwas, keine Ahnung. Hier hätten wir nochmal ein Dratini, aber ich hätte gerne ein Goldini, wenn das vielleicht irgendwie möglich wäre. Ja, vielen Dank. Ja, komm, naja, ja, okay. Damit hätten wir das Goldini auf jeden Fall einmal getroffen. Und ich versuche mal noch irgendwie ein besseres Bild hier zu bekommen, auf den letzten paar Metern. Also hier einmal einfach immer schön Äpfel ins Wasser werfen und diese Bälle vielleicht mal. Und dann kommen da jede Menge Pokémon rausgesprungen, die man vielleicht noch fotografieren möchte. So, hier das Gold. Ah, verdammt. Es ist echt gar nicht mal so leicht, das zu treffen. Einfach weil es ziemlich random rausspringt. Man weiß ja nie so genau, zu welchem Moment. Ah, das wäre fast ein sehr guter Schuss geworden, aber so, eher so geht so. Das Dratini haben wir schon zu Genüge fotografiert. Abgeschossen wäre jetzt, glaube ich, nicht so richtig, nicht so der richtige Begriff gewesen. Ich kann heute irgendwie kein Deutsch, tut mir leid. So, komm, vielleicht kriegen wir hier auf den letzten Metern nochmal ein Goldini, vielleicht. Ja. Ja, da treffe ich sich mal. Verdammte Nintendo 64-Steuerung. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass das Spiel hier auf der Wii U Virtual Console ziemlich dunkel ist. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Und ich habe auch mal Screenshots des alten Spieles nachgeschaut. Und da war das Spiel immer ein bisschen heller irgendwie. Also, keine Ahnung. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber das Spiel ist vergleichsweise dunkel. Also einfach von der Helligkeit her. Nicht von der Story her oder so. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. So, wir haben drei Bilder genommen. Wir brauchen das Dratini auf jeden Fall. Welches nehmen wir denn da mal? Das hier ist ziemlich gut geworden, oder? Oder das hier? Dann nehmen wir mal das. Dann hätten wir noch Garados. Nehmen wir vielleicht mal das hier, wo es Wasser spuckt so ein bisschen. Und Goldini haben wir wie viele bekommen? Drei Stück anscheinend. Oder vier. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal das. So, und damit zu Professor Eich. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Besonderes jetzt bekommen. Wahrscheinlich nicht. Dratini, ein paar Punkte für, ja. War jetzt auch kein besonderes Bild. Ach, nicht mal in der Mitte gewesen, deswegen auch dafür keine Punkte, okay. Garados ist aber eigentlich ziemlich gut geworden, oder? Habe ich so ein Gefühl, dass das eigentlich ganz gut war. Ja, 4400 ist gar nicht mal so schlecht. Goldini. Ja, das ist halt echt schwer zu treffen, ne? Ja, 1350, okay. Gut. Damit hätten wir 62. Es gibt noch ein letztes Foto, ein letztes Pokémon, meine ich wohl eher, das wir fotografieren müssen. Und das kann man hier finden. Bei der Regenbogenwolke. Wie wir hier sehen können, sehen wir hier nochmal all diese Zeichen, die wir schon gesehen haben. Und hier soll es wohl ein ganz besonderes Pokémon geben. Das Mew, das wir ganz am Anfang in der Cutscene gesehen haben. Und um dieses Mew überhaupt fotografieren zu können, muss man das erstmal mit einigen Bällen abwerfen. Weil davor, wie man sehen kann, erkennt das der Fotoapparat das Pokémon nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber ist halt so. So, jetzt habe ich es dreimal getroffen. Ich meine, jetzt müsste das gewesen sein, oder? Ja, jetzt ist diese Blase weg. Jetzt müsste ich es eigentlich fotografieren können, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe das halt so in Erinnerung gehabt. Wo ist es denn jetzt hin? Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es ziemlich schwer ist zu fotografieren. Aber ich meine, die Fotos, die ich jetzt hier gerade mache, die zählen. Man sieht ja auch, dass ich da was angezeigt bekomme. Es steht zwar nicht der Name dabei, aber immerhin etwas. Oder muss ich es nochmal abschießen? Es nimmt auf jeden Fall Schaden. Man sieht ja diesen Rückstoß. Und diese Barriere nimmt auch so ein bisschen Schaden, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Entweder die Fotos, die ich bisher gemacht habe, waren nutzlos oder die haben gezählt. Das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen. Werden wir dann ja auch am Ende sehen. Aber jetzt scheine ich gerade keinen Schaden mehr machen zu können. Zumindest habe ich das Ding schon ein paar Mal getroffen, aber es ist nicht so wirklich was passiert.
Ja gut, warten wir einfach mal ab. Fahren wir noch ein bisschen durch. Jetzt ging's wieder. Vielleicht kann man es immer nur... Ich warte jetzt einfach mal ab und dann machen wir gleich ein Foto. Jetzt hier zum Beispiel. Ja, also... Es wird was angezeigt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich funktioniert. Die Barriere verliert es aber nie so wirklich, ne? Habe ich zumindest das Gefühl. Auch wenn es jetzt so danach aussieht. Aber man sieht es trotzdem noch... Ah, jetzt. Miu, okay. Das wäre es dann. Damit hätten wir jetzt auch Miu. Man muss es halt tatsächlich ziemlich oft erstmal mit den Bällen treffen und dann kann man es dann auch endlich fotografieren, sobald es seine Barriere verloren hat. Oder was auch immer das sein soll. Diese Blase da halt auf jeden Fall. Ist aber auch gar nicht mal so leicht, das hier zu treffen, wenn es einem so schnell entgegenkommt, habe ich das Gefühl. Naja, ist jetzt auch nicht weiter relevant, weil wir es ja eh schon fotografiert haben. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Stage hier für immer weitergeht oder ob es hier irgendwann mal ein Ende gibt. Weil falls ja, dann verschwende ich hier gerade jede Menge Zeit. Ich sollte vielleicht einfach mal ein paar Fotos machen. Smogon da oben ist ziemlich schön, das Sternzeichen oder was, oder Sternbild oder wie auch immer. Gefällt mir ziemlich gut. Das waren ja auch die ganzen Zeichen, die wir bereits fotografiert haben, die ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen auf der Welt zu sehen waren. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber ist halt so. So, hier kommen ein paar Fotos von Miu, so. Ach, da hinten haben wir das Ziel. Okay, ja gut. Gut, skippen wir das hier mal so ein kleines bisschen. Wir haben ja jetzt schon zig Fotos von Miu gemacht, deswegen ist das jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Skippen wir so ein kleines bisschen ans Ende und ja, damit hätten wir dann auch diese Regenbogenwolke hier abgeschlossen. Hier gibt es tatsächlich nur ein einziges Pokémon und zwar das Miu, das wir hier schon gesehen haben. Und da ist das Miu nochmal zu sehen und weg ist es. Gut, wir haben ein Pokémon fotografiert. Dürfte jetzt keine allzu schwierige Entscheidung sein, da das richtige Bild zu finden. Tatsächlich, ein Großteil der Bilder sind gar nicht mal verwendbar. Welches nehme ich denn jetzt hier? Ich würde sagen, das, wo es am größten zu sehen ist, also das hier. Ja, nehmen wir mal das hier. Und ich glaube nicht, dass wir irgendein besseres gefunden haben, oder? Nee. Ja, vielleicht hier so eins? Nee. Bleiben wir einfach mal bei dem, das ich gerade ausgewählt habe und gehen damit zu Professor Eich. So, Miu. Ist das nicht das seltene Pokémon Miu? Dafür kriegt man schon mal 2500 Punkte. Von der Größe her 270, ja. Pose gibt es nochmal 1350, was tatsächlich ziemlich viel ist. Technik ist nicht in der Mitte, deswegen, ja. Gut, damit hätten wir jetzt alle Pokémon fotografiert. Und wir sollen nochmal zurück ins Labor. Willkommen zurück. Du hast den Pokémon-Bericht komplettiert. Oder vervollständigt, oder wie auch immer. RGE, du bist jetzt ein richtiger Pokémon-Fotograf. Glückwunsch. Ich kann dir nichts dabei bringen. Hör einfach auf deine Instinkte und drück auf den Auslöser, sobald du irgendwas Cooles siehst. Gut. Und, ja. Das war's auch schon so ziemlich. Das war Pokémon Snap. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kurzes Spiel, das aber, wie ich finde, sehr, sehr viel Spaß macht. Und jetzt haben wir hier nochmal die Credits. Es fällt mir schwer, das Spiel irgendwie zu bewerten. Einfach, weil es erstens ziemlich alt ist und das Genre nicht so wirklich existiert, ne? So ein Fotospiel gibt es nicht oft. Zumindest nicht in der Art, wie es Pokémon Snap halt gibt, ne? Mir wäre zumindest kein Spiel bekannt, das wirklich genauso ist wie Pokémon Snap. Es hat halt schon so irgendwie sein ganz eigenes Genre definiert und leider gibt es auch nur dieses eine Pokémon Snap Spiel. Was ich, wie gesagt, sehr, sehr schade finde, weil das Spiel halt echt Spaß macht. Es ist nicht das allerbeste oder allerlängste Spiel ever. Es hat nicht den großartigsten Soundtrack aller Zeiten. Das auf jeden Fall nicht. Aber man merkt doch schon, dass es, ja, gut aufgebaut ist. Es macht Spaß, nach und nach die Sachen zu erkunden und die ganzen Pokémon zu sehen. Also, wenn man das blind spielt, ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen cooler, weil man dann halt noch gar nichts so wirklich kennt. Dann halt die ganzen Wege so ein bisschen freischalten. Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich cool.
aber auch als jemand, der es vor 10 Jahren oder so mal gespielt hat, hat es mir trotzdem nochmal ziemlich viel Spaß gemacht. Es ist ein gutes Spiel, es ist nicht großartig, es ist nicht schlecht, es ist gut. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen länger gewesen wäre, aber kann man jetzt auch nichts mehr machen, ne? Ist halt schon ein ziemlich altes Spiel und für die damalige Zeit war das schon ganz okay. Die Grafik war sogar ziemlich gut, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ich meine, die ganzen 3D-Modelle, die ganzen Posen, die ganzen verschiedenen Pokémon hatten. Es waren zwar nicht alle Pokémon drin, aber zumindest über 60. Wie viel waren es? Es waren 63, was gar nicht mal so schlecht ist. Es hätten natürlich mehr sein können, aber für den Anfang war das doch gar nicht mal so schlecht. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Wie gesagt, ich wünschte mir, es würde einen Nachfolger geben. Die Wii U hätte sich ja perfekt angeboten und auch der 3DS so ein bisschen. Einfach weil die ja einen Gyrosensor drin haben. Vielleicht mit der Nintendo Switch dann. Aber wir werden sehen. Also wie gesagt, die Wii U hätte sich echt perfekt angeboten, weil man halt einen Screen auf dem Bildschirm hat. Also ja, quasi einmal den Bildschirm vorne hat und einmal den Bildschirm auf dem Gamepad. Es hätte sich perfekt angeboten, aber leider wurde nichts draus. Man kann nur hoffen, dass es mit der Nintendo Switch dann mal soweit ist, aber ich bezweifle es. Nach all der Zeit habe ich keine große Hoffnung mehr, dass nochmal irgendwann mal ein neues Pokémon Snap rauskommen wird. Ja, und das war's auch schon. Es war ein ziemlich kurzes Let's Play. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Kriegen wir jetzt hier noch irgendwas gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's jetzt einfach. Achso, jetzt kann man tatsächlich noch so Highscores aufstellen. Okay, ja gut. Diejenigen, die es interessiert, die können es ja selbst machen. Für mich ist es jetzt aber nichts. Hier im Pokémon-Bericht kann man übrigens auch nochmal alle Pokémon durchschauen. Also man könnte jetzt hier nochmal alle der Reihe nach anschauen, die man fotografiert hat. Genau, das mache ich jetzt mal nicht. Ich will jetzt hier nicht eure Zeit verschwenden und auch nicht meine. Man kann auch nochmal sein allerbestes Foto anschauen. Das wäre tatsächlich das hier, das wir heute gemacht haben in diesem Part. Das Pikachu mit den Ballons. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das von mir und Pokémon Snap. Daumen hoch wäre sehr nett und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dann!